Hallihallo und herzlich willkommen mal wieder auf meinem Kanal. Ja, hoppla, was geht denn hier ab? Ich möchte Danke sagen. 1000 Abos sind durch und ich habe mir nochmal ein kleines Gewinnspiel für euch ausgedacht, bei dem ihr gerne teilnehmen könnt. Und da gibt es schon eine Kleinigkeit von meiner Seite aus zu gewinnen. Ich habe mir hier drei Preise rausgesucht für euch. Erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz. Sowie zusätzlich möchte ich hier auch nochmal Danke sagen in meinem Shop mit einem 20% Gutschein. Ja, das heißt, diese drei Leute können das gewinnen, sofern sie das möchten. Und ja, es gibt dann noch drei Klone mit dazu. Eins, zwei und drei. Auch die möchte ich euch noch mit dazugeben. Und ja, alles, was ihr dafür tun müsst, ist einen Kommentar hier lassen. Und zwar mit dem Hashtag willhaben. Ich sage ja, kreativ wie immer. Genauso kreativ wie meine Schildchen hier. Das ist alles, was ihr tun müsst. Ihr müsst das Ganze einfach nur kommentieren und zum Schluss Hashtag willhaben. Und ich werde dann nachher per Zufallsprinzip, werde ich das Ganze dann durch die Kommentare durchlaufen lassen. Und ihr könnt so dann ganz einfach gewinnen. Ja, Teilnahmebedingungen. Ihr braucht natürlich eine deutsche Adresse, wo ich das Ganze hinschicken kann. Ich kann weder was in die Schweiz schicken und verzollen, noch nach Österreich zum Beispiel. Ich habe keine Verpackungslizenz. Es tut mir wirklich aufrichtig leid, aber es funktioniert halt leider nicht. Ich habe mich da auch nochmal schlau gemacht diesbezüglich. In gesetzlicher Form funktioniert das so leider nicht. Das heißt, ihr braucht auf jeden Fall eine Adresse in Deutschland und jeder darf natürlich nur einen Kommentar abgeben mit diesem Hashtag. Zwei Kommentare zählen dann in dem Sinne nicht. Ja, Teilnahmeschluss ist nächste Woche Sonntag, 25.02.2024. Bis dahin könnt ihr mitmachen, also freue ich mich auf eure Kommentare und vergesst natürlich den Hashtag nicht, um hier auch teilzunehmen. Ja, ist doch mal eine schöne Einleitung, würde ich mal sagen, ne? Genau, ansonsten war relativ viel die Woche. Ich musste mal zeitweise kurz schließen, weil ich noch andere Dinge zu tun hatte. Ich bin ja noch am Abbau von Tatooine. Auch da möchte ich euch ein bisschen mitnehmen, damit ihr seht, was hier so vorangeht, was hier so in den Shop mit reinkommt. Und auch dazu habe ich einiges gefilmt. Es sind richtig viele Bricklink-Bestellungen angekommen, auch Bestellungen von Lego selber. Auch da wollte ich euch in dem Bereich mitnehmen und teilhaben lassen. Und das erwartet euch also in diesem Vlog, sowie natürlich auch ein paar Bestellungen, die eingegangen ist. Auch die gibt es natürlich zu sehen. Ja, in diesem Sinne, wie gesagt, vielen, vielen Dank nochmal an alle. 1000 Abos ist einfach klasse. Ich freue mich natürlich, wenn es weiterhin so läuft. Ich freue mich natürlich auch immer über eure Nachrichten und freut mich natürlich auch immer, wenn euch das alles gefällt, was ich mache. Und so können wir gerne weitermachen und ihr wisst, ich gebe gerne und das möchte ich auch in dieser Form dann wieder zeigen. Ja, in diesem Sinne, lasst uns starten mit diesem Vlog. Ich wünsche euch viel Spaß und ja, ich habe es zwar schon gesagt, vielen Dank nochmal an euch allen. Dankeschön. Starten wir doch mal den Vlog mit Auspacken. Eine Bricklink-Bestellung und einmal Post, was ich unverhofft bekommen habe. Und zwar, ihr könnt euch vielleicht an das Konvolute-Video erinnern, Teil 2. Das hat der liebe Jens von Stapelbricks auch gesehen und hat einfach mal kurzerhand mir hier den fehlenden Drachenflügel zugeschickt. Das ist eine unglaublich starke Community. Es war kein Absender drauf, ich weiß aber, dass er es ist. Er hat mir nämlich ein Foto geschickt und auf dem Foto ist was zu sehen, was ich ihm mitgeschickt habe. Er hatte sich nämlich das alte Castle Poster gewünscht. Das hat er jetzt eingerahmt. Ah, wie cool. Ist das nicht nett? Die Community ist unglaublich. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Ja, in dem Fall können wir das Set jetzt vervollständigen. Das werde ich natürlich mit beilegen, dem Drachenwagen. Der ist aktuell noch zu haben und der Preis bleibt natürlich derselbe, obwohl das Teil ursprünglich fehlte. Ja, das ist toll, toll. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Mensch, das ist einfach nur klasse. Ja, und dann noch eine Bricklink-Bestellung, die ich vom Brick Bernie getätigt habe. Und hier geht es auch um das neue Mock. Da brauchte ich ein paar Teile und ein paar schicke Sachen hat er noch gehabt. Und da schauen wir jetzt mal zusammen rein. Wir haben einmal eine Bestellung. Und ja, schön. Ein paar Spacemen. Das werden dann so die ersten Bewohner. Und dann brauchte ich noch ganz, ganz viel von diesen hier.
Und den kleinen, da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Obwohl die nicht günstig sind, ich fand den so cool. Den musste ich einfach haben. Den musste ich mitnehmen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass das so schnell geklappt hat. Und freue mich auf jeden Fall. Das wird doch cool. Und wir packen wieder Bestellungen. Jemand, der das erste Mal bei mir bestellt, 332 Teile, 26 Lots, 31,44 €. Schau mal da, zwei Harry Potters, unglaublich. Zwei Zwillinge. Hermine Granger kommt außerdem mit. Nett. Einmal drei Bricks haben wir hier tatsächlich einige. Und dann jede Menge 2x2 Bricks in diversen Farben. 2x3 Round Bricks. Corner Bricks sind hier mit Corner Teil. Corner Plates, schon spät. Corner Plates, 1x3 Plates, 4x4 Plates, jetzt haben wir es doch. Die Slope 45er sind mit dabei. Einige 1x8 Teils hier mit dabei und ein paar Bienchen und sowie ein paar Dosendeckel. Schön. So, hier ist die Bestellung. Ist eine Menge zusammengekommen. Ja, das wird sich doch gelohnt, würde ich doch sagen. Ne? Also hier einige Bricks, vermutlich eventuell für den Unterbau. Wie gesagt, von den Farben her könnte das sogar Harry Potter technisch was werden. Ich sage auf jeden Fall herzlichen Dank dafür. Und auch hier gibt es noch einen mit einer blauen Kappe mit dazu. Besten Dank. So, in der Bestellung davor gar nicht festgestellt, dass das Mikrofon gar nicht an war. Meine Herren, also heute ist unglaublich. Aber ja, nächste Bestellung: 389 Teile, 62 Lots, 35,62 €. Auch ein Zuschauer von mir. Vielen, vielen Dank dafür. Einige Ninjago-Figuren hier mit am Start. Was heißt hier einige? Sind alle Ninjago, ne? Am witzigsten finde ich ja diese Trainingspuppe, diesen Dummy. Eine richtig witzige Figur. Ja, was haben wir noch? Ein Affen. Wir haben hier ein paar Arches. Dann haben wir Brackets, jede Menge Bricks. Ja, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was hieraus gebaut wird. Auch sehr interessant. Ein Bart, ein paar Köpfe, diverse. Alt als auch neu. Wobei, die sind alle relativ alt. Doch, das ist alles ein älterer Jahrgang. Ja, da gab es ein kleines Problemchen. Ich habe diesen Eimer nicht mehr. Einen Eimer hatte ich noch, einen zweiten leider nicht. Ich habe jetzt einen in Light Blue Gray mit beigelegt. Die Nachricht ist raus. Ich hoffe, das passt einigermaßen. Was haben wir denn noch? Wir haben hier noch ein paar Ingots. Wir haben hier noch so einen Regenschirm, fand ich auch sehr interessant. Einige Plates mit am Start. Jumper Plates mit dabei. Plate Modified mit dabei. Round Plates mit dabei. Slopes in sämtlichen Variationen. Auch die Inverted Version. Ein Stickersatz tatsächlich mit dabei. Jede Menge Teils und bedruckte Fliesen. Guckt mal hier, Fischlis. Fischlis gehen hier raus. Einmal die Sorte, einmal die Sorte. Ja, Wedge Plates haben wir hier mit dabei. Ein Yellow Window tatsächlich noch. Das war auch das Einzige, was ich hatte. Ja, doch eine schöne gemischte Bestellung, würde ich sagen. Auch hier ist sie direkt mit dabei. Hier sind die ganzen Fische. Das war schön. Ja, wunderbar auf jeden Fall. Auch ich sage natürlich herzlichen Dank für die schöne Bestellung. Hier gibt es ein Rotkäppchen mit dazu. Und dann geht das Ganze auf Reise. Und die nächste Bestellung. Auch wieder jemand, der das erste Mal bei mir gekauft hat. 1437 Teile, 66 Lots, 83,98 €. Ich zeige auch mal kurz, wer das gekauft hat bei mir. Da ist er. Lentle Bricks. Sehr schön, vielen, vielen Dank dafür. Auch bei uns immer wieder mal im Discord ein ganz, ganz netter Zeitgenosse auf jeden Fall. Da könnt ihr gerne auch mal reinschauen. Ist momentan auch stark am Aufbauen. 26.094 Teile, 2.466 Lots. Ihr seht es an den Orders, noch nicht allzu lang dabei, aber hat schöne Sachen auf jeden Fall, auch von den Minifiguren her. Ne? Habe ich schon mal reingeschaut. Viel Star Wars mit dabei. Und faire Preise habe ich also auch schon gesehen. Das schaut doch gut aus. Wie gesagt, ganz, ganz netter. Könnt ihr gerne auch mal mit reinschauen. Und ich bin mir sicher, er freut sich über jede Bestellung. Doch jetzt schauen wir erstmal, was er bestellt hat. So, er benötigt eine Baseplate in 10, jede Menge Bricks und zwar einmal jeweils. Da möchte er sich aber farbtechnisch ein bisschen was zusammenbauen. Sind mit Sicherheit ein paar Farben da, dass sie einfach nur vollständig sind, weil ich kann, denke mal, jeder weiß, was weiß ist, jeder weiß, was red ist. Ne? Aber ich kann mir vorstellen, das wird auch ganz nett, so eine Farbpalette aus den Bricks mal zu bauen. Ja, einige Plants oder Flowers auch mit dabei hier. Jede Menge in sämtlichen Variationen. Einige Plates hier mit drin, auch in sämtlichen Variationen. Und ja, es ist, ja, sind einige Lots auf jeden Fall weg jetzt, sagen wir es mal so. Hat er mich ganz schön gekillt, lottechnisch hier. Aber schön,
wenn es in gute Hände kommt, ist doch recht. Und zum Schluss haben wir dann noch einige Teils. Das ist es. Die Kiste ist alles deins. Unglaublich, ne? Fast 1500 Steine, ist klar, da kommt einiges zusammen. Was noch reinpassen könnte, ja, passt. Ein Mauerm. Und ich lege da noch was mit bei als Dankeschön. Vielen Dank nochmal, mein Lieber. Bis dann. Bestellungen 756 Teile 45 Lots 38,90 €. Jemand, der das erste Mal bei mir bestellt. Hier geht ein Dark Trooper weg, hier geht Newt Gunray weg, hier gehen einige Bricks weg, wie man sehen kann. Mit einigen meine ich wirklich einige. Das sind jetzt diese Reservebestände, wo ich von Tatooine eingestellt hatte. Die sind nämlich tatsächlich noch neu und unberührt. Ja, einige Plates auf jeden Fall ebenfalls mit am Start. Und meine letzten beiden Dark Orange Plates sind auch rausgegangen, die in 1x3 und einige Teils tatsächlich auch mit dabei. Hier so Bedienfelder habe ich auch gern verbaut auf Tatooine, die waren auch noch aus den Reservebeständen. Ja, Quarter Teils auch einiges mit drin. Und zum Schluss auch noch die Round Corner 2x2 Makaroni. Verkauft man auch nicht so häufig. Ja, schön. Da sind sie. Das ist der Dark Trooper. Einer der coolsten Figuren, wie ich finde, persönlich. Ich hatte mir selber auch noch ein paar auf die Seite gelegt. Ja, schöne Bestellung auf jeden Fall. Gibt da noch so einen Blaumann dazu hier. Was zum Naschen. Und dann geht das auf Reise. Dankeschön. Und da hat schon eine nette Dame wieder zugeschlagen bei mir. 63 Teile, 14 Lots, 22,57 €. Zwei Bestellungen, sind aber eigentlich drei. Ich meine, das im Hinterkopf zu behalten. Da war mal was mit einem zweiten Account, anderer Account. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall meine ich, es sind drei. So, ein Forestman, einen weißen Hai. Nett. Der arme Forestman. Vier Zäune, acht Zäune, Medium Nougat, ein paar Blümchen, zwei Plant Tree Holders, also diese Halter hier unten für die Palmen, für die alten. Plate Modified mit zwei Ecken, links und rechts jeweils, ein paar Tiles und dann wären wir auch schon durch. Nett. Da ist die Bestellung. Nee, jetzt. Da sind sie, das ist der weiße Hai. Ein bisschen separat verpacken, dass er den Forestman nicht beißt. So. Ja, schöne Bestellung auf jeden Fall. Da mal ein bisschen größeres Tütchen mit dazu an Gummibärchen. Und ich habe da noch ein paar Sachen rausgesucht, die ein bisschen passen oder die ich meine zu passen. Ich hoffe, du hast keine Angst vor Schlangen. Somit sage ich vielen, vielen Dank und ja, bis zum nächsten Mal. So, und jetzt zieht euch warm an. Es wird heftig. 2337 Teile in 47 Lots. Klingt mal nicht so schlimm. Hoppla, da war Discord im Hintergrund. 301 €. Bah! Das ist heftig, ne? Aber der hat jetzt auch schon mehrfach bei mir bestellt. Das war jetzt auch mal wieder eine offene Bestellung, wurde immer mehrfach geupdatet. Und ja, die waren alle sehr, sehr groß, die Bestellungen. Ne? Wir haben jetzt hier, schauen wir uns das mal kurz durch. Wir sehen hier sehr, sehr viel im Medieval-Bereich. Einige Pflanzenteile, tatsächlich alle, die ich hatte. Einige Landkarten, also bedruckte Teile hier. Aber ihr seht schon, es fällt immer wieder ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, es fällt so ziemlich eindeutig auf Medieval immer zurück. Wir sind bereits im Batch 2, also sprich das zweite Mal, als geupdatet wurde, das dritte Mal nochmal geupdatet und sämtliche Pflanzen mitgenommen und das vierte Mal geupdatet mit Pflanzen. Und dann sind wir tatsächlich ganz unten. Eine Wahnsinnsbestellung. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und ja, gepackt ist sie natürlich auch. So sehen knapp 2400 Teile aus, wenn man Pflanzenteile kauft. Der Wahnsinn, ja. Also da freue ich mich wirklich riesig darüber. Und ja, das Ganze wird jetzt noch fertig gemacht. Pack noch ein bisschen was dazu und dann ab die Post. Dankeschön. So, da kamen noch glatt zu später Stunde noch zwei Bestellungen rein. Haben wir auch noch geschwind bearbeitet, kein Thema. 160 Teile, 23 Lots, 8,26 €. Die zweite Bestellung bei mir. Ja, ein paar Arches, ein paar Leitern. Dann haben wir hier Round Bricks, Plates haben wir hier einige, ziemlich viel im Braun. Würde mich natürlich auch mal interessieren, was hier gebaut wird. Dann haben wir sogar diese Pyramidenteile hier. Ich habe das damals, also bei meinem Außenposten hatte ich das ja auch gemacht, ne? Ich hatte die Brick Round hier verwendet und habe dann die Pyramiden oben aufgesteckt. Das sah dann aus wie so ein Geländer, das war sehr interessant. Könnte vielleicht in die Richtung gehen. Wir haben ein paar Curved Slopes, wir haben ein paar Corner Tiles. Mit Grillprofil ebenfalls vertreten und dann haben wir noch zwei nach rechts geneigte Wedge. Genau, curved.
So, zack. Da ist die Bestellung, alles soweit schön gepackt. Selbstverständlich gibt es was zum Naschen dazu. Und tatsächlich lag die gerade eh so vor mir rum. Die war noch eingeschweißt, die hatte ich mal selber gekauft. Brauch sie aber im Moment nicht. Habe gedacht, das passt doch gerade wunderbar zu Braun. Und die zweite Bestellung, die noch reingeflattert ist, die kommt auch von jemandem, der schon zum 7. Mal bei mir bestellt. Auch Wahnsinn. 14,82 €, 371 Teile aus 28 Lots. Das geht los mit so einem Bauarbeiter, könnte man eigentlich sagen, dazu. Ne? Bei den Trains waren die da als mit dabei, also bei den Zugsets. Wir haben hier ein Dark Blue Spray, ein paar Halter, dazu komme ich gleich noch. Dann haben wir ein paar Bars, Brackets, einige Bricks mit drin. Auch mit Flut- oder Grillprofil. Ja. Also einmal Grill, einmal flutet, so rum, ne? Senkrecht, waagerecht. Jetzt haben wir es. Die mit Facet-Profil tatsächlich auch mit drin. Und dann haben wir noch einige Plates mit drin, einige Slopes mit am Start, auch Curved Slopes mit am Start. Das fand ich auch interessant. Dieses Teil Modified with Bar Handle, gleich alle 22 Stück, kommt auch nicht häufig vor. Und auch das war sehr, sehr interessant. Die Wedge 4x6, alle 6 Stück. Was gibt denn das bitte? 6 Feuerwehrautos? Gerne mal in die Kommentare reinschreiben. So. Zack. Auch hier die Bestellung schon gerichtet. Na nu, jetzt habe ich nichts mehr zum Naschen. So was Doofes aber auch. Ja, ich laufe nachher nochmal in die Küche. Ich hole noch was. Gibt selbstverständlich was mit dazu. Da haben wir unseren Trainee. Das sind die hier, wo ich meinte. Auch sehr interessant. Was hier gebaut wird, wird mich echt interessieren. Und dann hatte ich natürlich keine mehr von den anderen Zipbeuteln. Jetzt habe ich mal geschwind so einen Beutel verwendet. Ja, und wenn ich halt gerade am Teile einstellen bin und so spät die Bestellung noch kommen, dann gibt es halt das dazu, was hier gerade liegt. Ich fand es nämlich sehr treffend, falls derjenige noch mehr braucht. Ja, plus die anderen sehen wir mal einfach mal als GWP. Ne? Besten Dank. So, die Post war da und der Paketdienst. Da schauen wir doch direkt mal rein, was der so Schönes gebracht hat. Im Moment habe ich auch meinen Shop geschlossen jetzt für ein paar Tage. Ich möchte an meinem Inventar arbeiten. Ja, der Abbau von Tatooine hat begonnen. Und jetzt schauen wir uns aber mal an, was der Paketdienst so gebracht hat. Weil auch hier habe ich das ein oder andere bestellt. Ah ja. Eine Menge Fliesen, die ich aktuell benötige. Hier auch noch ein paar Teile, unter anderem für den Shop, die ich bestellt habe. Schön, dass das geklappt hat. Und auch hier noch eine Sendung von Lego selber. Ja, der Paketdienst hat sich mal wieder große Mühe gegeben. Naja. Ah. Noch mal eine Runde GWPs. Die kommen zu den anderen mit dazu. Die werde ich dann auch mal bei Gelegenheit noch einstellen. Und dann geht es auch direkt schon weiter. Ah, Sendung vom lieben Alex. Und zwar versuchen wir aktuell was beim neuen Mock. Und ja, er hilft mir hier ein bisschen mit 3D-Druckunterstützung. Da wollen wir mal was testen und da bin ich mal gespannt, ob das hinhaut. Oh, das sieht gut aus, Alex. Das sieht gut aus. Da bin ich mal gespannt. Das sind jetzt erstmal die ersten Probedrucke, die er mir jetzt hier geschickt hat. Da wollen wir, wie gesagt, mal was testen. Es wird noch in Feindruck, es wird noch anderes Material geben. Und was mich halt hier überzeugt hat, waren jetzt zum Beispiel die Steigungen. Ich kann nämlich innerhalb von kürzesten Wege nachher ein paar Steigungen fahren. Bin aber gespannt, ob das dann überhaupt hinhaut. Das weiß ich jetzt noch nicht. Wie gesagt, im Moment sind das jetzt einfach nur mal ein paar Tests, die wir hier unternehmen. Wenn nicht, muss ich leider doch auf das Originalsystem zurückgreifen. Genau, das wäre jetzt zum Beispiel unter anderem so eine Steigung. Die sehen schon super aus. Die sehen schon super aus. Also man kann jetzt hier innerhalb vom kürzesten Wege natürlich eine saubere, schöne Steigung machen. Da bin ich mal gespannt, wie das wird. Und auch von den Kurven her sieht das sehr gut aus. Ich kann mal kurz eine Originale holen. Das ist die originale Kurve. Das ist der Druck. Man sieht jetzt hier also schon, ich kann hier die Kurve wesentlich enger nehmen, ne? So wäre das dann ungefähr. Und hauptsächlich ging es mir eigentlich um die Steigung, weil ich natürlich hier auf kürzestem Wege wesentlich mehr Steigung erreichen kann. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt. Alex, vielen Dank erstmal für die ersten Probedrucke.
Da bin ich mal gespannt. Die Tests werde ich dann auf jeden Fall auch noch durchführen. Ja, und dann habe ich noch eine Bricklink-Order gemacht bei Qual. Qual war jetzt, glaube ich, das zweite Mal schon bei mir. Müsste ich mal reinschauen. Ich meine, ich habe dort schon mal bestellt. Ah, schön, ne? Wie das Trans-Yellow schön schimmert. Ich mag es. Und auch hier, er verwendet hier nachhaltige Beutel. Ist auch absolut in Ordnung. Ich werde mich nachher eh wieder in meinen Koffern bedienen. Und da sieht man schon viele blaue Teile. Schön, schön, schön. Fließen, Space Logo. Ja, erst rein würde ich sagen. Schön, das hat auch wieder sehr, sehr schnell geklappt. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, dann kann ich demnächst schon Teile einräumen und auch weiterbauen. Super. So, wir sind gerade im Moment auf Tatooine unterwegs und ihr seht hier in der Mitte, ich habe schon ein bisschen angefangen. Eins, zwei, drei Elemente sind schon raus und das werde ich so nach und nach im Shop einstellen. Und ja, es ist eigentlich schon schade drum, ne? Wenn man so schaut. Aber was will man machen? Und ich habe im Moment deswegen auch den Shop geschlossen, weil ich werde mehrmals die Fächer wahrscheinlich ändern müssen, weil das Zeug einfach platztechnisch nicht reinpasst. Und wenn dann im Hintergrund Bestellung kommt, dann wird es hässlich. Und das muss nicht sein. Deswegen möchte ich hier erstmal an einem Store Inventory arbeiten, möglichst viel hier einstellen und dann werde ich ja sehen, was ungefähr geht und wann ich hier auch wieder aufmachen kann. Wird nur ein paar Tage sein, aber es muss halt sein, damit ich hier dementsprechend weitermachen kann. So, die Post war nochmal da heute und zu den Schienen hier kann ich gleich schon mal ein Update geben. Der Plan geht leider nicht auf. Das funktioniert nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ist auch eine sehr holprige Angelegenheit. Das gefällt mir nicht. Schade, schade. So, zwei Bestellungen sind gekommen. Einmal Amazon. Und zwar habe ich bei Amazon eine Powerbank mir besorgt. Und zwar ist die tatsächlich auch fürs Mock. Naja, ich habe da was geplant. Das wird schon werden. Und dann tatsächlich eine Bricklink-Bestellung in einem Karton. Kommt mir jetzt sehr, sehr groß vor, aber vielleicht täuscht das auch. Vielleicht sah der Warenkorb gar nicht so groß aus. Steinewelt 56, ich habe mal nachgeschaut. Habe ich bestellt. Und da werden wir auch mal gemeinsam reinschauen. War auf jeden Fall sehr schnell da. Kann man nicht meckern. Naja, man hätte einen kleineren nehmen können, aber nicht so schlimm. Jede Menge Basissteine. Basissteine. Plates kann man nie genug haben. Wo wir gerade nochmal beim Thema Plates sind. Da habe ich nochmal ordentlich zugeschlagen, jawohl. Da habe ich noch ein paar Scheiben gebraucht. Und das war's. Gut. Ich habe jede Menge zum Bauen. Schön, schön. Ja, ich baue jetzt auch ein bisschen weiter. Das habe ich mir jetzt verdient. Ich habe einiges von Tatooine gerade abgebaut, einiges eingestellt schon bereits. Und jetzt wird ein bisschen gebaut am Mock. Ach ja, aktuell alles am Abbauen hier. Schon irgendwie traurig, ne? Ja, aber es geht gut voran. Also, ja, ich bin hier alles am Sortieren. Und ich zeige euch mal, wie weit ich aktuell bin. Da ist noch nicht allzu viel passiert, aber dafür hier. Da ist schon richtig was weggegangen. Und ja, Jabba's Palast steht noch aktuell. Ich werde jetzt erstmal so die Landschaft drumherum abbauen. Und dann Stück für Stück geht's dann doch langsam in die Kisten und in die Boxen. Ja, das wird noch ein Unding hier. Neuer Tag, neue Pakete. Ist schon wieder Weihnachten. Einige Sendungen heute gekommen. Fangen wir an mit Lego. Das klingt auch eindeutig nach Lego. Das könnte ein GWP sein oder noch eine Bestellung. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. GWP. Genau, das hatten wir schon mehrfach jetzt. Und das City-Set fand ich ganz cool. Das gab es bei Brickmerch aktuell mit einem Gutscheincode. Könnt ihr mal reinschauen, Brickmerch. Da könnt ihr so einen Gutscheincode generieren und dann kriegt ihr dieses tolle Set. Ich finde es ganz lustig mit dem Radfahrer. Habe ich jetzt mal mitgenommen. Und ja, solange natürlich der Vorrat reicht, schreiben sie, die Leute. Soweit dazu. Das hier habe ich eine starke Vermutung. Ich habe nicht mehrere Bestellungen bei Lego aufgegeben, aber bei der bin ich mir fast sicher.
dass es in der Theorie Slopes sein müssten. Ja, das sind Slopes. Das mal ein Beutel mit Slopes. ja. 300 Stück an der Zahl. Das war jetzt tatsächlich auch so ein Produkt, was über Lego unterm Strich eigentlich gleich teuer war wie bei Bricklink. Und wenn ich natürlich meine VIP-Punkte bekomme und noch GWPs, habt ihr ja selber gesehen, dann macht das natürlich mehr Sinn. Das hier sind Briefmarken, nicht so interessant für euch. Das da vom Gewicht her meine ich zu wissen, was es ist. Ich wollte nämlich etwas kaufen im Laden, habe nichts mehr bekommen. Da habe ich gedacht, was soll's, bestellst halt online. War sogar noch recht günstiger. Ja, das sind sie. Duracell-Batterien, 9 Volt, die brauche ich für die Monorail. Jawohl. Bei dem hier habe ich Hoffnung, dass da was kommt. Müsste wahrscheinlich das sein. Ich sollte vielleicht vorher mal ein bisschen auf die Absender schauen. Dann wüsste ich auch genau, was kommt. Aber es ist so leicht und so groß, es kann eigentlich nur das sein. Jawohl, ja. Jawohl, ja. Das ist es. Großes Paket, kleiner Inhalt. Beleuchtung. Ich wollte was mit Beleuchtung testen. Dafür war auch die Powerbank. Und ihr werdet schon sehen, dass das Neue wird eine Nummer härter. Das neue Mock. So, Bricklink-Bestellung. Hier habe ich bestellt bei Brickscale. Verwendet hier offensichtlich Versandtaschen lieber. Ich hatte schon mal erwähnt, bin ich persönlich kein Fan von. Wenn was abhanden kommt, ist nicht so schön, aber er hat es gut verpackt. Das sind stabile Umschläge, das ist alles gut. So. Oh. Die Rechnung schreibt er von Hand. Nein. Ah. Lieber Nick, vielen Dank für deine erste Bestellung in meinem Shop, die hoffentlich nicht die letzte sein wird. Danke auch für die herzliche Begrüßung auf dem Discord-Server. Es war mir eine große Freude. Ja, gerne doch, mein Lieber. Gerne doch. Ein ganz, ganz lieber Netter. Und bei ihm habe ich bestellt. Er macht das toll, wie man sehen kann hier. Wie bei der Bundeswehr, die Dinger. Ja, schön. Vielen, vielen Dank. Das hat sehr, sehr schnell geklappt, wie ich sehe. Und da habe ich mal ordentlich zugeschlagen in Light Blue Gray und in Blue. Das sind Teile, die ich hier aktuell benötige zum Bauen. Davon hat er glücklicherweise viel gehabt. Ja, die nächste Bestellung kommt von Quendlin Bricks. Was hat er ausgepartet? Die 76195 Spider-Man's Drone Duel. Ja. Ja, vielleicht hat das auch gebaut. Wäre jetzt nicht unbedingt mal bevorzugt mein Set, was ich ausparten würde. Wo ist denn hier der Eingang? Ah ja. Haben wir hier einmal Stellung, jawohl. Was ist das? Eine Minecraft-Ausgabe. Ach hey. Das ist ja cool. Das ist ja nett, dass er mir das dazu packt. Oh, da hinten sind sogar noch Rätsel drin, die kann ich auch noch machen. Okay, von wann ist die Ausgabe? Moment. Im nächsten Heft, das gibt es ab 14.03.23 tatsächlich das aktuelle, wollte ich doch sagen. Schauen wir mal ran. So, wo sind die Sachen? Hier. Da ist mein Auftrag mit Rechnung, wunderbar. So, und hier habe ich bestellt, was habe ich denn hier bestellt? Ach ja. Ah, das kann ich euch zeigen. Es gab mal eine Minifigur und die ist richtig, richtig cool. Die wollte ich unbedingt haben und zwar ist die jetzt hier, doch, einmal das Baby ist klar, beziehungsweise zweimal habe ich gekauft, aber nee, man sieht sogar hier, schaut mal da. Da gibt es ein Torso, da ist die Galaxy Explorer drauf, also das Entdeckerraumschiff. Ich finde das so cool, da habe ich diese Minifigur gerade mehrfach mitgenommen. Ja, wollte ich auf jeden Fall haben. Vielen Dank, dass das so schnell geklappt hat und vielen Dank für die Minecraft-Ausgabe. Sehr cool. So, und dann habe ich noch eine Bestellung übrig von Bixbricks. Bixbricks. Da
schauen wir mal rein. Machen wir es dann. Aha. Gut zugekleistert. So. Hui. Mit Card. Schön gemacht. Thank you for your order. Finde ich cool gemacht, absolut. So, bei ihm habe ich auch ordentlich was bestellt, aber auch sehr, sehr schnell. Und auch das hier, ob er es glaubt oder nicht, ist Office Mock. Lass mich da mal was testen. Einige Dark Blue Gray Teile, Slopes, Plates. Schön verpackt, schön eingeschweißt. Einwandfrei. Ja, ihr seht, Bricklink macht Spaß. Die Leute machen das hervorragend und ich kann tatsächlich wieder weitermachen. Aber bevor ich weiterbaue, muss ich noch Teile einstellen. Habe mir vorgenommen, jeden Tag ein bisschen was abzubauen, jeden Tag dementsprechend Teile hochzuladen. So wird es nicht ganz so einseitig die nächsten Tage. Und ja, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. So, und dann habe ich es auch mal geblickt, von wegen neu, 2023. Aha, ich lebe immer noch in der Vergangenheit. So, ob ihr es glaubt oder nicht, ich bin aber mit meinem Postboten und mit meinen Paketzustellern per Du. Sie kommen regelmäßig vorbei und ja. Wir schauen mal. Erste Bestellung müsste Lego sein. Werden wir mal gemeinsam durchgucken. Jawohl, ist Lego. Ach ja, genau. Ich habe noch ein paar Fliesen bestellt, ein paar Köpfe. Da waren diverse Dinge drin. Und hauptsächlich ging es mir aber darum. Die brauche ich zum Bauen. Schön. Das ging echt schnell. Also für Pick a Brick gehen die echt schnell momentan. Die brauchen keine Woche bei mir. Das finde ich schön. Das ist toll. Hier müsste etwas sein aus... Oh Gottes Willen, was ist das für ein Umschlag? Ey. Der ist ja mal stabil. Das müsste, glaube ich, etwas sein, was ich bei eBay bestellt habe. Mal gucken, ob das das ist. Ja, das ist das. Und zwar habe ich hier bestellt blaue Beleuchtung. Die wollte ich mal testen. Ja, das ist dann auf so eine 1x4 Plate mit USB-Anschluss. Ja, das wollte ich jetzt einfach mal testen. War was günstigeres. Mal gucken, ob es was taugt. Wir werden es feststellen. So. Nächste Bestellung von The Brick EADA. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Bei der Menge kann man sich das sowieso nicht alles merken. So. Ja, da habe ich ein paar Türrahmen gebraucht. Die habe ich mal mitbestellt. Das scheint mir für einen Mock zu sein, weil hier ein Teil, da ein Teil. Das müsste relativ sicher ein Mock sein. Das werde ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Wenn es das ist, was ich denke, ich könnte gerade mal nachschauen, dann war derjenige wahnsinnig schnell. Dann war das irrsinnig schnell. Also das muss man schon mal ganz klar dazu sagen. So. Das hier könnte er sein. Ja, ist er. Wahnsinnig. Wahnsinnig schnell. Unglaublich. Ja, und auch das hier, LSW Bricks, sehe ich auch gerade hier. Das war jetzt auch erst am 14. Februar bestellt. 16. Februar war es auch schon da. Auch hier war man extrem schnell. Super, wirklich super. Und auch hier sind es einfach nochmal ein paar Teile gewesen, wo ich hier mit gebraucht habe. Es sind ein paar spezielle Teile, deswegen habe ich jetzt in den Shorts nicht ganz so viel bestellt. Aber das passt schon. So. Hier habe ich tatsächlich eine Sendung erhalten, die werde ich euch nicht zeigen, woher die kommt, weil das Ganze hat jetzt über 2 Wochen gedauert, oder es sind ziemlich genau 2 Wochen, ne, es sind genau auf den Tag 2 Wochen, wo es gedauert hat, bis die bei mir eingegangen ist, die Bestellung. Das Ganze wurde als Warensendung verschickt, es war eine sehr große Sendung und ja, das hätte nur aufreißen müssen, dann wäre das sowieso wieder dahin gewesen und das Paket wäre verschollen gewesen und ich bin auch kein Freund von Bücherwarensendungen. So viel günstiger sind die nicht, wie eine normale Briefmarke. Und ich mag es persönlich jetzt nicht so. Ware ist jetzt Neuware. Sieht soweit okay aus, wie man es gewohnt ist. Ja, das sind 400 Stück.
Da habe ich noch mal einiges mit dazu bestellt an Slopes. Das sieht soweit auch gut aus. Und hier noch ein paar 1x1 Bricks. Wie gesagt, Ware ist in Ordnung. Der Rest hat mir einfach zu lange gedauert. Möchte ich euch jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen. So, wo habe ich denn noch bestellt? Crispy the Nerd. Crispy the Nerd, da habe ich auch schon mal bestellt. Und er hatte mir mal als kleines Dankeschön einen Gutschein zukommen lassen. Und ich bin letztens mal meine Coupons durchgegangen und habe gesehen, ach stimmt, ich habe noch einen Gutschein. Und ja, daraufhin habe ich jetzt halt einfach mal bestellt. Hat das letzte Mal schon sehr, sehr gut geklappt. Auch diesmal war er wieder sehr, sehr schnell. So, dann schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall jede Menge Teils. Die habe ich bestellt, da habe ich was Spezielles vor. Das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich. Ach ja, genau, das fand ich auch cool. Und zwar hatte er mit reingeschrieben gehabt, PayPal-Zahlung, alles okay, kann man machen. Wenn man allerdings per IBAN zahlt, kriegt man Bonussteine von ihm. Das finde ich mal eine coole Idee. Da werden wir uns mal schauen, was er da reingelegt hat. Schön eingeschweißt auf jeden Fall. Gleich drei. Gleich drei, das ist ja nett. Vielen Dank für deine erneute Bestellung in meinem Shop. Wie immer gilt, alles Zufriedenheiten und Bewertungen und natürlich selbstverständlich. Ah, es gibt schon wieder einen Gutschein. Guck an, muss ich ja schon wieder bestellen. Falls etwas schiefgelaufen ist, bitte melde. Finde mir bestimmt eine Lösung. Und viel Spaß mit den Scheinfiguren. Hey, super. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Schauen wir mal, was es hier als Bonus gab. Nice. Kann man noch brauchen. Die Slopes kann ich auf jeden Fall brauchen zum Bauen. Muss ich mal gucken, ob ich dafür einen Weg. Das kann ich brauchen, das kann ich brauchen. Rock Element kann ich brauchen, das kann ich brauchen, das kann ich brauchen. Ja, bei dem bin ich mir noch nicht so sicher. Aber der Rest ist okay. Kann ich alles brauchen. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Ganz toll gemacht. Das freut mich. Alter, wir haben noch zwei Sendungen. Also auch hier extrem schnell, zuverlässig. Da macht Spaß einzukaufen. Ich werde sie euch unten alle verlinken. So, das ist ein bisschen größer, das machen wir gleich. Und das hier war von Mixed Bricks. Auch da schauen wir mal gemeinsam rein. Oh, das Schlimme ist, das sind glaube ich noch nicht mal alle Sendungen, die Tage ankommen sollten. Oha. Oha. Das macht jetzt natürlich weniger Spaß. Kann man mal machen. Verlangt auch keiner, dass es Lot rein sein muss. Aber das wird schon übel. Oh je. Oh wei, oh wei. Okay, ist aber nicht ganz so schlimm. War trotzdem sehr, sehr schnell. Was habe ich denn da für Elemente bestellt? Ah, das sind die. Ja, super, super. Also, soweit alles gut, aber das halt, naja. Da werde ich dann dementsprechend halt ein bisschen sortieren müssen. Aber wie gesagt, hat auch schnell geklappt, war wunderbar. So, und dann habe ich nochmal Lakeside Bricks. Da hatte ich schon fast ein schlechtes Gewissen beim letzten Mal, weil die hatten mir den Tusken Rider mit dazu gelegt und ich habe wirklich nur so eine kleine Bestellung gehabt, weil es mir leider wirklich nur um die Scheiben ging. Und deswegen kam jetzt hier nochmal von meiner Seite aus eine Bestellung für das neue Mock. Und es gibt Gummibärchen wieder. Mann, 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 ich werde immer dicker. Aha, Sie sind schon informiert. Sie wissen, in welche Richtung es geht. vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Den habe ich nämlich übrigens nicht bestellt. Ich habe aber viele andere schöne Sachen bestellt. Ja gut, ich denke, von den Farben her kann man schon erahnen, in welche Richtung es geht. Ne? Schön eingeschweißt. Oh, ich kann so viel bauen die nächste Zeit. Das ist wunderbar. Das fand ich auch cool, dass sie das noch hatten. Das ist ein Slope hier von Space. Ihr seht schon, das nimmt kein Ende. Ja, ich habe den Shop einfach mal leergeräumt.
was hier die Basic Bricks angeht. Aber ich weiß, sie haben schon sehr, sehr viel nachgelegt. Das habe ich schon gesehen. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Aber vielen, vielen Dank für den Spaceman. Das ist ja cool. Ja, freut mich auf jeden Fall. Wird einen Ehrenplatz erhalten. Kommt aufs Mock. Und ja, wunderbar. Dann kann ich jetzt wieder weiter sortieren, abbauen und wiederum aufbauen. Ja, auf Tatooine ist momentan Chaos, wie man sieht. Ich bin hier halt schon kräftig am Abbauen, aber ich habe auch schon einiges getan. Dazu komme ich dann auf jeden Fall noch. Da bin ich schon am Neuen, momentan am Bauen. Ja, ich habe Platz ohne Ende. Den Kollegen hier muss ich mal noch abhängen. Aber was ich bisher schon geschaffen habe, da bin ich wirklich froh drum. Und demnächst geht es jetzt wirklich an die Häuser ran. Auch hier muss was getan werden. Und ich habe mir halt hier Platz geschaffen, dass ich hier dementsprechend schon mal ein bisschen was bauen kann und mit der Monorail spielen kann. Was hier allerdings schon alles abgebaut wurde, möchte ich euch jetzt doch nochmal in Form von Massen zeigen. Das ist schon einiges, das unterschätzt man. Dazu werde ich aber gleich nochmal nach vorne gehen. Ja, die Tent-Teile sind natürlich alle schon eingestellt, aber ihr kennt zum Beispiel diese Lego-Kisten hier, ne? Und ich habe jetzt allein da schon drei volle Kisten nochmal rausgezogen, nur mit Standard-Bricks, die ich hier für den Unterbau verwendet habe, ne? Und klar, hin und wieder auch mal sowas verwendet, aber die sind halt pralle voll, ne? Und ich habe ja jetzt schon einiges wieder verbaut auf dem neuen Mock. Oder hier zum Beispiel diese Frames hier, die habe ich sehr, sehr gern verwendet. Die sind relativ günstig. Da kann man schnell und günstig mit in die Höhe bauen. Dark Bluish Gray Teile, die habe ich jetzt hier alle mal in eine Kiste geschmissen, weil die werde ich auf jeden Fall fürs neue Mock brauchen. Das ist blödsinnig, wenn ich das wieder neu inseriere. Oder hier zum Beispiel kam natürlich auch einiges zustande an den Rock Elements. Da weiß ich jetzt noch nicht, ob ich die einstellen möchte oder ob die jetzt doch nochmal benötigt werden. Aber ich wollte eigentlich weniger mit Rock Elements bauen. Wahrscheinlich werden sie auch in den Shop eingestellt. Ja, aber das sind natürlich schon enorme Massen, was hier zustande kommt. Das wollte ich euch mal kurz zeigen. Und ja, bei Ten bin ich momentan am Sortieren und am Einstellen, aber vieles ist auf jeden Fall auch schon eingestellt. So, und kaum ist der Shop auch schon wieder offen, kommt schon die nächste Bestellung wieder rein. Das wird auch erstmal die letzte in diesem Vlog sein, damit das Ganze nicht zu lang wird. Wir haben insgesamt 293 Teile, 11 Lots, 16,96 € und sogar das dritte Mal schon bei mir bestellt. Freue mich auf jeden Fall. Ja, wir haben 10 Brick Modified. Wir haben einmal 1 Plates in Trans Clear, also Trans Light Blue ist das dann. Nicht klar, Trans Clear. So, Dark Green Teile, jede Menge, also zumindest die, die ich noch hatte. Und hier gehen auch die ersten Teile von Tatooine schon raus. Das waren noch Reserveteile hier. Die hier sind im Prinzip wie neu. Ich habe es aber einfach schon abgebaut und eingestellt. Ihr seht, ich habe hier noch eine Menge übrig. Ja, und noch einige teils Modified Facet. Ja? Drei Stück in Schwarz. Das ist die Bestellung. Da ist sie. Dark Green und Ten. Ja, könnt auf jeden Fall harmonieren. Viele, viele schöne Sachen, wie ihr seht. Ja, ich freue mich auf jeden Fall über die dritte Bestellung. Herzlichen Dank. Die wollte ich ja auch mal noch einstellen. Gebe ich mit dazu. Ja, ist ja schon mittlerweile ein guter Kunde mit drei Bestellungen. Ja, und dann schauen wir noch zum Schluss in den Shop, weil auch da hat sich einiges getan. Im Shop angekommen, da seht ihr jetzt gleich, dass ich nicht untätig war. Mittlerweile 210 Fans, vielen, vielen Dank dafür. Und ja, ich war auf jeden Fall nicht untätig, habe schon einiges von Tatooine hochgeladen. Und das sind insgesamt 151.906 Teile mittlerweile. In 6.924 Lots. Gut, an den Lots habe ich jetzt ein bisschen zu kämpfen. Ich stelle jetzt natürlich immer wieder dieselben Teile ein, ist klar. Deswegen verändern sich die Lots nicht. Aber 151.900 bin ich schon stolz drauf. Also das ist ein absolut neues Hoch. Und es ist natürlich noch nicht alles eingestellt. Ja, ihr habt es ja gesehen in dem Video, was ich euch kurz gezeigt habe. Da geht noch einiges rein die Tage. Und ja, dann schauen wir einfach mal, wie das so wird. Freue mich auf jeden Fall. Ja, danke an alle, die wieder bestellt haben. Vielen Dank, die das Ganze liken und kommentieren. Und natürlich vielen Dank auch für eure Abos. Und ja, dann sage ich auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, euer Bricknick.